Hey Leute, ja, ich muss meine Hände ein bisschen mehr so machen. Ich habe die Kameraperspektive ein bisschen verändert, weil jetzt kann man halt mehr sehen. Und das hat auch einen Grund, und zwar der Grund ist, dass ich heute meine Zeichenmaterialien zeigen will, möchte. Ja, das hat mehrere Gründe. Einmal werde ich halt öfter mal gefragt, was für Stifte ich benutze. Und außerdem habe ich halt zu Weihnachten auch ein paar Sachen gekriegt. Also ziemlich viele Zeichensachen. Und ja, dann möchte ich die heute einfach mal zeigen. Ich fange an hier mit meinen Feinlinern oder generell mit meinen Stiften, mit denen ich skizziere. Mein Druckbleistift ist hier jetzt nicht dabei, aber dafür sind hier andere Stifte dabei. Also ich habe hier einmal den, ich weiß nicht, ob man es erkennt, den Multiliner mit der Dünnigkeit sozusagen 0,03. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, Dünnigkeit. Dann habe ich den gleich nochmal mit 0,1, nur halt in der Farbe Sepia. Und dann den gleichen nochmal mit 0,3. Und das sind die Stifte sozusagen von Copic, die Multiliner von Copic, mit denen man halt Outlines machen kann, die halt nicht Copic-löslich sind. Dann habe ich hier zwei Stifte von Faber-Castell. Die sind beide mit so einer Pinselspitze. Und damit kann man halt, also mit dem hier unterschreibe ich halt immer meine Bilder. Und mit dem hier kann man halt einfach, also mit beiden kann man einfach gut großflächig Flächen schwarz machen. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob die Copic beständig sind. Aber ich probiere es einfach bald mal aus. Und dann kommt jetzt eine für mich relative Überraschung. Ich habe nämlich von meiner Mutter mal einfach so zwischendurch, ich glaube, das war sogar bei Schulbeginn, Feinliner bekommen von Aldi oder Lidl. Halt in mehreren Farben. Und das Beste an denen ist, die sind irgendwie auch Copic beständig. Das heißt, mit denen kann ich auch outline und damit Copics kolorieren. Und das ist ziemlich praktisch. Ja, dann kommen wir hier zu meinem Druckgradiergummi. Ich empfehle euch das sowas von. Man hat einfach so einen super dünnen Radiergummi und man kann so fein radieren und hier sind dann halt noch Minen dazu. Ich gucke auch mal, was ich verlinken kann. Verlinke ich, also was ich noch finde bei Amazon oder so, verlinke ich. Viele Sachen, die Sachen, die ich zu Weihnachten gekriegt habe, kann ich auch größtenteils auch verlinken. Und dann habe ich hier noch von Uniball Signo oder so, Broad, so einen weißen Stift und der ist richtig gut, der deckt einfach richtig gut. Also das ist so ein weißer Gel-Liner. Da ich ja gerade von Copics gesprochen habe, kommen jetzt auch meine Copics. Das sind einmal hier meine intensiven Farben und hier meine bisschen nicht so intensiven Farben. Die rollen alle weg. Die laufen alle weg. Also, ich habe mal als, irgendwie am Anfang, habe ich mal ein Hautfarben-Set bekommen mit 5 Farben und ein Grau- und Schwarztöne-Set auch mit 5 Farben und ein buntes Set mit 10 Farben. Da hatte ich dann schon eine Menge Stifte, aber dann habe ich mir halt noch ein paar Stifte einzeln gewünscht oder eher gesagt, das hier kam auch in einem Set und dann habe ich auch nochmal zum Wichteln ein paar Stifte gekriegt und zu Weihnachten habe ich dann auch nochmal ein Set bekommen. Ein zweites kriege ich nicht mehr, schade. Aber kaufe ich mir wahrscheinlich noch und dann habe ich halt noch ein paar Stifte, die mir halt noch gefehlt haben und hier eine Various Ink zum Nachfüllen von meinem Hautgrundton hier E05, wenn ihr auch mal irgendwie da, der ist richtig geil. Und dann habe ich halt noch ein paar Stifte so bekommen. Ich empfehle euch, holt euch den Blender, der ist richtig geil. Das sind die Copics. Also ihr seht, es sind ein paar. Es sind nicht so unfassbar viele, aber die kosten halt auch gut. Achso, weil ich werde manchmal, also ich wurde jetzt schon dreimal oder so gefragt, von welcher Marke denn die Copics sind. Die sind von der Marke Copic. Also ich verstehe schon, warum man die Frage stellt, weil vielleicht denkt man, das sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Stifte. Also sind ja auch. Aber es sind Copic-Marker und ich habe hier jetzt nur die Chaos gekauft, weil die einfach am billigsten sind. Ja, da verlinke ich auch nochmal ein gutes Video zu den Copics, glaube ich. Würde ich vorschlagen, kommen wir dann auch direkt zu meinem verschiedenen Papier, weil für Copics braucht man ja auch bestimmtes Papier. Ihr seht schon, es ist schon eine gute Menge Papier. Also das ist einmal hier mein DIN A3 Copic-Block. Ich habe mir einen DIN A3 Block gekauft, weil ich einfach immer den DIN A3 Block in die Hälfte schneiden kann und dann habe ich DIN A4 Blätter und ja, hier ist die Verpackung davon und hier sind halt auch ein paar Bilder drin, auch realistische Zeichnungen und so. Die zeige ich vielleicht irgendwann mal, weil ich habe mir noch keine Mappe gekauft. Ups. Dann hier ist mein ganz normaler DIN A4 ganz normaler Block halt. DIN A3 meine ich. Ich bin voll verwirrt.
Dann ist hier nochmal ein DIN A3 ganz normaler Block von, keine Ahnung, wahrscheinlich von Lidl oder Aldi oder so. Dann hier nochmal von Rex, auch nochmal einer. Ich habe richtig viele, auch wenn ich gar nicht so viele brauche. Ist immer praktisch, Papier zu haben. Dann ist hier noch ein Stückchen Aquarellpapier. Das kommt auch nachher noch. Und dann habe ich hier noch einen großen Block, wo ich auch Zeichnungen drin habe. Aber am Anfang sind ein paar Zeichnungen von ganz früher, wo ich noch klein war. Aber hier, die Zeichnung ist hier drin. Ja, das ist das. Dann kommen wir zu den DIN A4 Zeichenmaterialienblöcken, was auch immer, weil da habe ich auch noch mal welche. So, hier sind dann die Sachen in DIN A4, das hier nicht, aber das hier, oder halt noch kleiner, das hier ist jetzt ein, ich glaube, DIN A3 Aquarellblock. Da sind auch schon ein paar Zeichnungen drin, die ist jetzt nicht mit Aquarell, sondern mit bla. Ach, ich liebe die. Also hier sind schon ein paar Sachen drin, aber das ist ein Aquarellblock, der ist nicht, also das sind 180 Gramm. Auf jeden Fall, die sind ganz gut, aber wellen sich halt ein bisschen. Also die sind nicht so schwer. Aber der ist auf jeden Fall ganz gut. Der ist von Claire Fontaine. Dann habe ich hier ganz viele Farben zum Basteln. Darauf kann man sicherlich auch ziemlich geil malen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Hier ist noch rot. Dann habe ich hier Briefpapier. Ist auch nicht besonders. Hier nochmal ein paar Farben. So ein Buch. So ein paar Papierchen, so dünnes Papier und so. Hier eine Zeichenmappe, nochmal so Papiere, da kann man auf die Rückseite gut malen. Das sind solche, sind solche Papiere halt. Dann hier ein bisschen ganz normales Druckerpapier. Nee, das ist nicht mal normal, das ist das dickeres Druckerpapier. Darauf kann man richtig gut Skizzen machen, weil wenn man radiert, kann man ziemlich gut radieren. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Dann hier ist so ein Ausmalbuch, was auch immer. Hier nochmal farbiges Papier. Und hier sind solche Tafeln, also so wirklich feste. Die sind, glaube ich, sogar mit Holz verstärkt. Und auf denen kann man richtig geil mit Dingsfarben, wie heißen die? Vielleicht Acrylfarben. Mit Acrylfarben kann man da richtig geil malen. Und dann habe ich hier jetzt meinen neuen Aquarellblock, den habe ich zu Weihnachten gekriegt. Der hat richtig dicke Seiten und der hat jetzt auch nur noch 9 Seiten. Aber dafür, dass er so dick ist, der hat insgesamt nur 10 Seiten und das sind 30 Gramm pro Quadratmeter, also 300. Also der ist wirklich dick. Gut. Hier ist so dünnes Papier. Ist gut zum Abpausen. Dann kommen wir hier weiter. Hier sind meine Skizzenbücher. Mein drittes Skizzenbuch habe ich jetzt gerade keine Ahnung, wo das ist. Also das hier ist so ein Skizzenbuch, wo ich realistische Zeichnungen drin mache. Auch teilweise. Hier hinten habe ich zum Beispiel mal eine Zeichnung von mir gemacht. Hier so. Und hier irgendwo ist auch von Rock Lee. Hier ist ein Auge. Bla, zeige ich wann anders. Ja, hier ist die Zeichnung von Rock Lee, ist aber noch nicht angemalt. Ja, egal, buschige Augenbraue. Und hier ist halt mein anderes Skizzenbuch, wo noch nicht so viel drin ist, weil ich das erst zu Weihnachten gekriegt habe. Aber wenn das voll ist, werde ich das auf jeden Fall auch mal zeigen. Wo geht's weiter? Ich würde sagen, weiter geht's mit meinen Buntstiften, ja. Also Buntstifte habe ich ganz schön viele. Also ich habe einmal hier diese zwei Dinger komplett voll mit irgendwelchen Billigbuntstiften. Also die habe ich zu Weihnachten bekommen. Die sind gar nicht so billig, glaube ich, gewesen. Aber da habe ich auf jeden Fall super viele Farben jetzt. Und dann die hier, das ist zusammengewurschtelt aus allen möglichen, die ich jemals hatte. Hier sind meine Polychromos. Das ist halt so ein 24er Set. Sind also nicht so unfassbar viele Farben. Aber die Farben, die es sind richtig geil. Und die sind halt auf Öl basiert und dadurch kann man damit auch ziemlich gut malen. Also die geben schön viel Farbe ab. Empfehlung auf jeden Fall von mir. Dann komme ich zu der Pastellkreide, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Das ist einmal die von Faber-Castell, die Soft Pastels, halt die kleinen. Und einmal die von Coral Art. Hier sind halt richtig viele Farben und auch richtig große Auswahl. Aber die von Faber-Castell sind ein bisschen besser, weil die geben einfach smoothiger. Also die anderen sind kratziger irgendwie. Die hier sind richtig weich, wenn man irgendwie mit denen malt. Und die anderen sind ein bisschen kratziger. Und dann ist hier noch mein
kleiner Aquarellkasten. Ah, den hatte ich schon vorher, den habe ich von meiner Mutter bekommen. Also den hatte ich schon vorher. Ja, was gibt's noch? Ja, dann habe ich hier, weil meine Tinte ist noch nicht aus Japan angekommen, die ich eigentlich zu Weihnachten kriegen würde und meine Feder auch noch nicht. Also ich kriege auch noch ein paar Sachen, aber die sind noch nicht aus Japan angekommen. Dann ist hier schwarze Tinte zweimal, gelbe Tinte, rote Tinte und blaue Tinte. Und da war auch eigentlich noch grüne Tinte dabei, aber ja, die ist leer. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.